So, dann wollen wir doch mal loslegen. Oh, sehr fein. Zack. So, super duper, da läuft ja schon alles. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich freue mich, ich bin gerade richtig schön müde. Im Moment haben wir bei der Arbeit richtig viel zu tun. Ich mache mir eben den Stream hier noch aus. Augenblick, zack. Sessel tappt hier kurz raus. Augenblückchen, ich bin sofort da. So. Alles wieder zurechtrücken, wo es hingehört. Ja. Das ist sehr schön. Zack, und wieder rein. Ach, bei der Arbeit haben wir gerade richtig viel zu tun, aber es macht richtig Laune. Das sind richtig, richtig coole Aufgaben, die wir momentan zu erledigen haben. Freue ich mich sehr drüber. Ah, und jetzt bin ich gerade schön reingekommen. Draußen hat es noch geregnet wie aus Strömen und heute hatte ich keinen Regenschirm dabei. Es war ein bisschen blöd. Also die letzten Tage hatte ich mir zwischendurch einen mitgenommen, weil es für den Regen aussah. Heute wirkt es ganz okay und ja, auf dem Rückweg bin ich jetzt klitschnass geworden, muss ich erstmal abtrocknen und alles. Ah, aber jetzt sitze ich hier schön im Dunkeln und mit meiner getreuen Thermoskanne, die mir zwar dienstweise, indem sie mir Wasser hält, das ich gern trinke, aber leider auch mich gerade völlig beschlabbert. Das heißt, jetzt bin ich... Habe ich mich gerade getrocknet und jetzt ist meine ganze Hose ist jetzt voller Wasser. Naja, aber es kriegt sich gleich wieder ein. Apropos, Augenblickchen mal, ich komme sofort. Ich mache mir mal kurz die Heizung an. Ich mache es mir mal so ein bisschen gemütlich, bin sofort wieder da. Momentchen. So, war echt nur ein Moment. Augenblick auf den neuen, das ist ja. Eieieiei. Aber es ist ja. Ich mach's mir mal eben gemütlich. Ich hoffe, ihr macht's euch auch gemütlich. Dieses Alan Wake ist nämlich zum Glück ein sehr angenehmes Genießerspiel. Und da ist das genau das Richtige. Die richtige Mischung aus Spannung und erzählerischem Genuss. So, jetzt sind wir auch schon an einer meiner absoluten Lieblingsstellen. Nicht, also abgesehen davon, dass ich das ganze Spiel toll finde. Aber jetzt kommt Folge 4, The Truth. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen, weil die ganze Folge ist voll mit Highlights. Oh, ich mache mir noch eben hier für mich persönlich noch den Bildschirm ein bisschen. Ja, so. Und genau, falls ihr euch noch erinnert. Ach. Ich mach's mir leicht, das hätte ich letztes Mal gleich auch schon machen können. Und zwar gehe ich einfach jetzt wieder auf die Folge, ne? Das ist ja egal, wir brauchen ja den Spielschein nicht wirklich, sozusagen. Und dann seht ihr einfach das Flashback und dann wird alles schön zusammengefasst, dann muss ich das nicht machen. und dann sind wir schneller in der Atmosphäre drin, vor allem, das ist das Schöne. Und dann legen wir auch direkt los. Das ist nämlich, wo ich den ersten Stream angefangen habe. Und ich hatte kurz überlegt, das zu überspringen. Ich muss noch mal kurz gucken, das ist ja hier in so Kapitel aufgeteilt. Ja, ich hatte auch letztens gesagt, dass ich mal kurz in die Aufnahme gucke, wo wir den aufgehört hatten, als ich das angefangen hatten. Aber ich bin da gar nicht zu gekommen. Wie gesagt, ich habe momentan sehr viel zu tun. Also die Zeit, die ich jetzt hier streame, auch die letzten Tage, ist die einzige Zeit, also das einzige an Freizeit, was ich momentan habe. Und ich schaue mal eben nochmal in die Aufnahme rein. Das geht auch ganz schnell. Augenblickchen mal. Moment, Videos, das war ja recht neu noch, ne? Okay, warte, ich sehe es nicht. Ah, da. Ich schau mal kurz. Ich habe ja da Folge 4 hatte ich ja angefangen beim ersten Stream. Und weil ich eigentlich original nur vorhatte, die Folge zu spielen, aber dann habt ihr coolerweise dafür gevotet, dass ich das Spiel weiterspiele und da waren ja viele Leute sehr interessiert dran. Und was mich sehr, sehr freut und dann war ich so, ach cool, dann habe ich ja auch ein
legitimen Grund, das Spiel nochmal zu spielen. Ach, wir sind gar nicht so weit gekommen. Okay, cool. Ja, dann ist ja egal. Dann mache ich das ab da nochmal. Wir sind auf jeden Fall nicht bis zu einem Checkpoint gekommen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, nicht zu einer Stelle, wo ich jetzt hier ein Kapitel springen würde. Oh. Ist immer so umständlich, weil OBS sich dann immer wegschaltet auf meinem zweiten Bildschirm und sich immer auf den anderen Bildschirm verpieselt, wo ich es noch nicht sehen kann. Ich möchte ja sehen, ob hier auch alles läuft. So. Nee, genau. Dann machen wir es auf jeden Fall, die vierte Folge von Anfang an nochmal. Es ist nicht so viel, was wiederholen und die Atmosphäre ist sowieso wundervoll und das Storytelling ohnehin. Deswegen springen wir nochmal rein. Ich wollte kurz überlegen, wollte ich gerade noch irgendwas erzählen dazu? Ich muss mal kurz meine Gedanken sammeln. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade erst zur Ruhe. Ah! Dark Angel ist gerade angekommen. Augenblick. Ich schalte mal in den Chat rein. Blung. Ja, es freut mich, dass du auch dabei bist. Ich weiß gar nicht, ob du bist mit Alan Wake vertraut mit dem Spiel, weil es ist jetzt quasi der 10-jährige Jubiläumsstream, also Feier des Games. Und jetzt sind wir schon so bei der Hälfte des Spiels, also Folge 4, ist halt in so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist halt in so Episoden aufgeteilt, das Spiel, wie so eine Serie. Und jetzt sind wir bei Folge 4 von 8 und sowas. Und da kennst du das ein bisschen, ja. Weil ich kann das, weil das Spiel, ich liebe das über alles, das ist eines meiner absoluten Lieblingsgames. Und deswegen empfehle ich dann immer gerne, Leuten das Spiel mal selber zu spielen, weil es richtig, richtig cool ist. Aber du darfst natürlich zugucken, wenn du möchtest. Ich werde dir hier nichts vorschreiben. Ich sag's nur immer so als kleinen Disclaimer am Anfang sozusagen, ne? Dieses, dass wenn man es noch nicht kennt, dann kann ich es halt sehr, sehr empfehlen, das mal selber zu spielen. Das heißt, selber spielen ist halt nochmal wirklich was anderes. Aber wie gesagt, ne, wenn dich das nicht stört oder so, oder du das unten sehen möchtest, dann freut mich das natürlich sehr. Ich überlege noch kurz, Augenblick. Wie gesagt, ich bin gerade, ne, gerade erst reingekommen, viel Arbeit. Morgen früh geht es schon wieder weiter. Aber ich freue mich schon. Aber morgen ist ja schon Freitag, das wird super. Endlich wieder Wochenende. Deswegen muss ich mal kurz meine Gedanken ordnen, bevor wir reinspringen. Wir fangen sofort an. Wie gesagt, Wasser getrunken habe ich. Da muss ich mich tatsächlich immer dran erinnern, auch wenn ich, gerade wenn ich viel arbeite, muss ich mich immer dran erinnern, genug zu trinken, sonst dehydriere ich noch. Ja, das war es eigentlich, was ich erzählen wollte. Ja, gut, okay, also springen wir wieder also jetzt in Folge 4 und ich springe jetzt extra hier rein, weil dann die nochmal gezeigt, worum es geht. Ja, cool. Dann los geht's. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The truth. Alan. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lied. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Go, 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 go. So. Groggy. Whatever Hartman. Ja, das mit Corona sehe ich genauso. Genau, jetzt wachen wir hier in der Klinik auf und angeblich sind wir hier Patient und vielleicht ist nichts von dem, was wir bisher erlebt haben, wirklich passiert. Nee, das mit Corona sehe ich genauso. Es nervt natürlich auf Dauer ziemlich. So. Also auch bei der Arbeit müssen wir auch den ganzen Tag die Masken tragen, natürlich und so die ganze Zeit. Und da
Das ist auch auf Dauer ziemlich anstrengend. Ich persönlich kriege dadurch richtig schnell Kopfschmerzen, muss ich dazu sagen, und sowas, durch dieses Ganze so flach atmen. Aber wenn jemand mal nicht im Raum ist, kurz und ich das Fenster aufmachen kann, also richtig so komplett auf und so, ne, dann mache ich das immer so oft ich kann. Man versucht halt damit klarzukommen und sowas, ne? Das stimmt, das stimmt. Und kann auch gerade nicht so viel machen und sowas. Deswegen komme ich auch endlich mal wieder zu ein bisschen mehr zu streamen. Also ich habe auch so Zeit, aber ich. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich merke, dass auch mehr Leute auch Lust haben, sich das dann anzugucken, ne? Und das freut mich dann auch immer. Bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Der arme Alan. Dieser Effekt ist auch cool, weil es jetzt hier noch richtig hell ist und unangenehm die Medikamente alles verzerrt, aber es geht erst langsam weg, während so die Medikamente langsam abklingen. Wir sind wir erstmal hier in diesem Raum gefangen und da kommt auch schon der Doktor. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Genau, jetzt sieht man es schon, wenn man aus dem Fenster schaut. Na, jetzt geht es ihm ein bisschen besser. Ah. Eieiei. Das ist eine sehr schöne Aussicht, das muss man halt wirklich sagen. Also die Klinik ist wirklich an einem sehr guten Ort gelegen. Das muss man Dr. Hartmann lassen. So blöd der Typ auch ist. Das haben wir zwar letztes Mal schon gemacht, aber ich freue mich da jedes Mal drüber. Das Night Springs Videogame Poster ist sogar gemacht von Remedy, steht unten in der Ecke. Ach, ich liebe die Meta-Jokes von denen, die sind einfach clever, clever, clever. Und Death Rally, was mein Kumpel Racer jetzt gestern oder vorgestern, ich glaube gestern war es, sogar gestreamt hat, das Spiel und sowas. Das gibt es nämlich auch umsonst auf Steam. Das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt im Stream erwähnt habe, aber es gibt es umsonst. Also ihr könnt das klassische allererste Spiel von Remedy gern selber spielen. Race meinte selber, möchte es nicht unbedingt weiterspielen. Was ich verstehen kann, nicht weil es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist halt definitiv so ein 90s Arcade-Game, was dafür gedacht war, dass quasi das Münzgeld den Leuten aus der Tasche zu ziehen und sowas. Heißt, es ist ein bisschen sehr sperrig und so, aber ich glaube, wenn man da langsam reinkommt und geilere Autos freischaltet und so, es wird halt cooler, aber es ist halt definitiv so aus dieser Zeit und sowas, ne, aus dieser früheren Arcade-Zeit. Und genau, aber deswegen sage ich auch immer, es ist ihr richtiges erstes Videospiel, ist halt definitiv Max Payne. Aber Death Rally war auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Genau, bevor wir da hingehen. Ich mag es einfach immer, die Regeln zu brechen von Dr. Hartmann, weil er mir so auf den Sack geht und ich mag einfach dieses Bild. Das ist einfach schön. Und da hinten sehen wir schon das Heckenlabyrinth, durch das wir uns später noch durchschlängeln werden. Uiuiui. Ui, ui. Ach, das wird noch so cool. Aber jetzt hören wir uns erstmal deine dreckigen Lügen an. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned. And you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions. Unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. You go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying.
but under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Das ist halt das Spannende daran, vor allem wenn man es das erste Mal spielt. Seine Argumente sind ja nicht mal wirklich schlecht oder per se falsch oder sowas, ne? Also es ist halt wirklich interessant. Also man könnte glatt drauf reinfallen. Und ich war beim ersten Mal Spiel auch nicht hundertprozentig sicher, ob selbst nach dem, wie das Spiel weitergeht, dass ob sich Alan nicht in so ein Feeling reinstürzt. Boah, wie geil man zugucken kann, wie langsam das Wetter sich ändert. Ey, Alter. Jetzt zieht sie das schon langsam zusammen. Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. TZ ist eine etwas schlechte Übersetzung von Beyond the Shadow You Settle For, where lies a miracle illuminated. Oder so ähnlich. Ich paraphrase das jetzt. Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten, TZ. Wie wir wissen, Thomas Zane. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mira Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Das ist gerade sehr gemütlich, weil hier draußen ist, weil es ja draußen hat wirklich so stark regnet. Sehr angenehm. You have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well. It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. But I can't. I dug my nails into myself, the palms of my hands to stay you focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Das habe ich letztes Mal zwar auch schon gesagt, aber ich liebe es einfach, dass er mit seinem Voice-Over einfach über ihn drüber redet, weil ihm wortwörtlich gerade überhaupt nicht zuhört. Und es wirklich nur seine Hände so den Fäusten, seine Fäuste so vergräbt, meine ich. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature, it's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Reiner Sarkasmus, of course. Ah, ich liebe Amazon. Scary, scary, scary. Amazon. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Ew. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. Strike. Ooh, it's yeah. Trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Das ist some artistic effort. Und das sind so Dinge, ne, falls ihr denkt, oh, jetzt macht er das alles ja schon wieder, es ist doch gar nicht notwendig, ne. Ich mache das immer, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich genieße es einfach zu sehr. Ich liebe es halt auch einfach immer zu diesem Typen hier zu gehen und mit ihm zu sprechen. Oh, hello.
I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Ich liebe es, dass sie sich halt, das ist immer das Schöne bei Remedies-Spielen auch, das sind so Kleinigkeiten, die einem nicht unbedingt so direkt auffallen, aber die mir im Vergleich zu anderen Spielen oft auffallen. Und das ist das, auch wenn die Charaktere gerade nicht reden, also gerade nicht ihr Mund bewegen, emoten sie immer, wenn sie miteinander reden. Das finde ich geil, so automatisch. Also Alan dreht sich auch immer automatisch zu seinem Gesprächspartner und man sieht richtig in seinem Gesicht, wie er auf viele Dinge in der Unterhaltung auch richtig reagiert. Das macht die Figuren so schön lebendig. Das haben sie in Quantum Break natürlich noch perfektioniert mit dem richtigen Facial Capture, ne? Wo sie dann auch die Gesichtsanimation der Schauspieler auch dann komplett aufgenommen und in das Spiel eingefügt haben und dann wirklich jedes Mal, wenn die Leute reden im Ingame, und sowas oder ähnliches, dass die echten Animationen sind von den Schauspielern, die gerade dann miteinander reden und sowas. Da haben sie es natürlich noch weiter auf die Spitze getrieben technisch und so, aber hier waren sie schon ziemlich nah dran und haben es halt sehr viel, also es ist eine sehr große Detailverliebtheit, die dazu beiträgt, dass man die Charaktere auch schneller so als glaubwürdig und angenehm empfindet. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Und da sind wir schon Thor und Odin. Und die besuchen wir jetzt. Und ab da haben wir letztes Mal aufgehört. Das heißt, da geht es jetzt auch direkt weiter. Seht ihr mal, so viel haben wir gar nicht, war letztes Mal gar nicht dabei. Typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Das haben wir zwar schon gelesen, aber ich lese das nochmal vor, diesmal auf Deutsch. Willkommen in der Cordon Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem, wenn Sie sich in Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode der Fluss funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. So, und Augenblick, bevor wir jetzt da zu der Cutscene kommen, bin ich gleich sofort wieder da. Ich muss nur kurz noch was erledigen. Und dann spielen wir direkt weiter. Ich bin sofort wieder da, keine Sorge.
So. Wieder da. Muss noch irgendwas erledigen, das hat mich jetzt nicht losgelassen. My rheumatism is killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this, a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Ach, das ist so herrlich, die beiden. Augenblick, ich bin noch mal schnell weg und bin sofort wieder da. So, noch kurz jemandem schreiben, da muss ich leider mal raustappen. Da habe ich jetzt leider gerade kein Overlay. Nee, ich liebe generell so Stories, weil ich finde das einfach spannend, wo ich finde die Idee einfach so interessant von dem, dass Leute, die quasi von der Gesellschaft als verrückt gebrandmarkt werden oder ähnliches, ne, wie heißt es, oder als nicht ganz klar im Kopf, dass das oft diejenigen sind, die die Welt wesentlich klarer sehen als die anderen oder wenigstens einfach nur eine alternative Sichtweise haben, die es ihnen ermöglicht, die Welt einfach nur anders zu sehen. Und das finde ich einfach eine spannende, also nicht nur eine spannende Idee, das ist halt tatsächlich auch so. Und ich bin auch einer der Leute, der tatsächlich sich auch immer denkt, wenn es um psychische Krankheiten geht. So, ich habe jetzt über die Jahre sehr viele Menschen kennengelernt, die an diagnostizierten, wirklichen psychischen Krankheiten leiden oder ähnlichem. Jedenfalls so, wie nennt man das so? Ich sage jetzt einfach mal, die dann quasi einfach nur ein psychische. Mein Kumpel hat das mal sehr schön ausgedrückt. Ich vergesse leider immer, was er gesagt hat, aber er hat das sehr, sehr gut gesagt.
mir fällt das Wort nicht mehr. Der Begriff fällt mir später noch ein. Und wie heißt, da ist es halt so, dass, das muss ich gerade wieder nachdenken. ich wollte damit sagen, genau, ich finde die Idee auf jeden Fall immer sehr spannend. Und hier in der Story ist es ja auch so, dass abgesehen davon, dass Thor und Odin Alan für Thomas Zane halten und ich werde mich mit Tom ansprechen, sie ja wirklich quasi wahrscheinlich gar nicht unbedingt dement sind, sondern wahrscheinlich wirklich einfach nur das aussprechen, was sie erlebt haben. Weil in den 70er Jahren haben sie ja gegen die Dunkelheit gekämpft, was wir auch in manchen Skriptseiten jetzt noch lesen werden und sowas. Ne? Aber ne, wie gesagt, das wissen wir ja bereits als Fans. Und sie halten Alan auch scheinbar für Tom, weil er eben wahrscheinlich sehr ähnlich ist und sehr ähnlich, vielleicht sogar ähnlich sieht und sowas. Ne? Auf jeden Fall ist die Idee halt so cool, dass die ja, wie sich herausstellen wird, ja eigentlich diejenigen sind, die am meisten wissen, was hier eigentlich vor sich geht und sowas, ne? Und was eigentlich Sache ist. Und während die anderen halt denken, ach, die sind nur alte und sind nie und haben keine Ahnung und sowas, ne? Ach, herrlich. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. Sorry, we have guys. A stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed leather patches on the elbows. That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and raw. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Sie beiden auch so ein bisschen müde und die da geschlagen. Built the farm close to the lake, a place of power. We had parties there, man. You should go there and have a party. Das ist so herrlich, weil die haben so viel. Das ist so herrlich, die haben so, man kann die ganze Zeit, ne, wer möchte, kann auch einfach weitergehen und die Unterhaltung quasi ab da abbrechen und sagen, gut, ich weiß, was ich gehört, was ich hören möchte. Aber wenn man ganz lange stehen bleibt und es gibt, kommt immer mehr und mehr interessante Dinge. Und das Coole ist, beim ersten Mal spielen denkt man wirklich so, okay, ich habe keine Ahnung, was die da labern. Und jetzt macht das halt alles Sinn. Alles, was sie sagen, ist halt legit, worum es geht und was hier los ist. Und sie sagen eigentlich überhaupt nichts, was irgendwie crazy ist, aber ohne Kontext klingt das natürlich so. Das ist halt das, was ich vorhin kompliziert und müde ausdrücken wollte. Dass ich das einfach nur sehr cool und clever finde. Window. Hit that a hippie chick in the back of the head. 15 stitches of a concussion. Bob's dead now. Leukemia. Aww. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. Ich finde es auch cool, dass es ein Night Springs Board Game gibt. Und das sieht ein bisschen aus wie Cluedo oder sowas, aber könnte auch was anderes sein. Vielleicht auch mehr so eine Adventure-Richtung. Irgendwas, wo man durch den Wald muss oder so. I want to go home. Oh, ich kann das richtig nachvollziehen. Ich habe auch eine Zeit lang
mal regelmäßiger in einem alten Altersheim gearbeitet. Oder besser als einfach freiwillig ausgeholfen. Und da kenne ich viele Leute, die wahrscheinlich sich sehr ähnlich verhalten wie die beiden. Das ist keine, ist nicht mal unbedingt eine Karikatur, wie die beiden sich benehmen. Das ist eigentlich recht akkurat und sowas, ne? Wenn man sich da nicht mehr so appreciated und ich sag mal aktiv fühlt, wie man früher mal war. Das kann einem schon, ne, das kann einem schon wehtun. Und vor allem, wenn man dann auf Menschen trifft, die einem auch nicht glauben, was man erzählt. Ich meine, hier ist es ja wirklich, ne, die haben wirklich krasse Dinge erlebt, die nur wir ihnen glauben, weil wir die jetzt auch erleben. Und alle anderen sind halt so, ihr seid insane, ihr seid verrückt, ihr gehört hier in die Klinik und sowas. Ne, das ist nicht nett. Also man muss sich einfach selber vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man, wenn einem selber sowas passiert würde oder wenn Leute so mit einem reden und sowas. Ne, also ich finde immer, man sollte mehr Respekt und auch mehr Mitgefühl haben mit älteren Menschen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute da nicht so viel drüber nachdenken, dass sie da mal genau an demselben Ort enden werden und sowas. Ne? Im besten Fall, wenn überhaupt jemand sich dann kümmert und sowas. Ne? Es gibt auch viele Leute, die haben dieses Glück überhaupt gar nicht. The Creator's Dilemma. Das fesselnde neue Buch von Dr. Amir Hartman, Autor des Bestsellers Creative Flow. Er erklärt seine bahnbrechenden Techniken, Bindungstherapie und der Fluss in seinen eigenen Worten. Jetzt landesweit im Buchhandel erhältlich. I didn't like the guy's smug smile on the cover. Zitat Alan Wake. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Thanks. Aber vorher reden wir mit Amazon, der hat nämlich richtig, richtig geile, ich sag mal wieder leichte Meta-Ebene Sachen zu erzählen. Die kann ich nur empfehlen. Vorausgesetzt, er spricht mit mir. Schade, sagt er es jetzt nicht. Oh, okay, schade. Scheinbar wird das jetzt nicht getriggert. Oder weil ich jetzt hier rausgelaufen bin, ist es schon vorbei. Ja, dann kann ich euch die Folge in meinem Let's Play empfehlen. Ich habe die ja auch nach den Folgen geordnet, also Folge 4 sollte es sein. Und da, genau, könnt ihr mal reingucken, das ist nämlich ziemlich cool. Also da sagt er ein bisschen was über die, ich sag mal, über die Spieleindustrie, was ziemlich cool und clever ist. Wahrscheinlich auf der Erfahrung von Remedy basiert. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me. Using me to get the story it wants, and the story will come true. Das war übrigens, was ich letztes Mal meinte. Das war nämlich meine liebste verrückte Alan-Übertragung, nenne ich es jetzt einfach mal. Die finde ich am allergeilsten. Also allein der Moment, wo er da scheinbar synchron mit dieser Off-Stimme dann auch noch spricht und sowas. Alter Schwede. I love it. Es ist aber auch, muss ich echt sagen, eine schöne Lage, ein schönes Gebäude. Ich glaube, also ich persönlich bin Mensch, ich würde mich an so einem Ort tatsächlich recht wohlfühlen. Also abgesehen davon, dass es eine psychiatrische Klinik ist. Aber ich würde mich hier echt wohlfühlen. Ich finde es echt cool. Power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated. Genau. And there was no key. Ja, dann gehen wir mal zurück in unser Zimmer, ne? The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? What the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Dann schauen wir mal. Hammer, oh Gott. Aua. Da wurde jemand scheinbar gerade eins übergezogen.
Ja, jetzt geht's hier nämlich richtig zur Sache. Jetzt ist nämlich hier Aufstand angesagt. Barry in der Lodge. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Das könnte heißen, dass Barry jetzt vielleicht schon hier ist. Now are we? Well, things are unraveling fast. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Das finde ich auch geil, der Typ ist jetzt hinter in der Tür. Man macht ja zwischendurch auch so schnell das wieder zu und sowas. Der traut sich da jetzt nicht mehr raus. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Los geht's. Ich muss mir das Spiel leider ein bisschen leiser machen für mich selber, also nicht für euch. Weil sonst kann ich mich immer schlecht konzentrieren zwischendurch, wenn ich dann was erzählen möchte zum Beispiel. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Ganz genau. Hier sind noch all die Bilder, von denen der Mann erzählt hat, wo er meinte so, ich hab jetzt ganz viele solcher Bilder gemacht, diese Motive fallen mir einfach ein. Aber der wird scheinbar auch leicht. The tapes said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Aber das sind scheinbar die Bilder, wo zu denen er, wie es aussieht, irgendwie inspiriert wird. Das sind richtig gute Bilder, muss man echt sagen. Es sind wirklich, wirklich gut gemalt. Ich glaube, es ist auch wirklich so Concept Art vom Game, meine ich. Was natürlich zu der Meta-Ebene auch schon wieder sehr gut passt. Also, ach, die bauen solche Sachen einfach immer so unglaublich clever ein. Mott lässt Hartman im Stich. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days, less than Wake had asked for, to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Hartman hatte halt gehofft, dass er Alan quasi sofort anlockt und sagt, sofort, oder wir töten deine Frau, oder sowas. Ne? Der wollte gar nicht, dass er eine Chance hat von 2 Tagen, um noch irgendwas dagegen zu machen, offensichtlich. Ich guck mal eben was hier. Kann man nochmal auf was antworten? So. Und weiter geht's. Dann hören wir uns mal an, was auf dem Tape ist, wo der Name seiner Frau draufsteht. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. He's... Do you mean with you? No, not with me. No, never. I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out.
Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words, the phone call from her. It had been a cut-up of this, just a recording. Genau, das haben wir gemerkt, dass in der Szene, wo er von ihr scheinbar angerufen wurde, dass das nur so ein Mitschnitt war aus scheinbar diesem Gespräch. Und deswegen wirkte sie am Telefon ja so komisch. Ach, hi, Dragonfire. Ja, nee, ich war nur verwundert, weil ich dachte mir so, ich poste auch ständig da Sachen und sowas, was soll denn da stören und sowas. Na, aber mit dem Sound hast du recht, ne? Ich habe mir das selber halt, ich mache mir halt selber immer, deswegen habe ich da nicht dran gedacht, sorry. Ich hätte das natürlich auch in einem machen können, aber ich hatte halt die immer einzeln die Videos fertig gemacht und dann hochgeladen und ich habe halt nach der Arbeit immer so wenig Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich so, ah, jetzt habe ich schon so viele, ich hau die jetzt alle raus. Und dann habe ich halt immer so den Link genommen und halt reingehauen, weißt du, so ganz schnell so zack, 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 zack und waren so, ne, wenn ich das schnell fertig mache, dann kann jeder in Ruhe mal gucken. Und habe ich da gar nicht dran gedacht, ne, weil ich mir selber immer, ich mache mir auch die Systemsounds von Windows, mache ich mir auch immer ganz leise so im Soundmixer. Und dann denke ich da mal gar nicht dran, dass das bei anderen halt noch laut sein könnte, dass dann wahrscheinlich die ganze Zeit so tuduk, tuduk, tuduk kommt, ne? Stimmt, hast du recht, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht, sorry. Nächstes Mal mache ich das dann in einem und sowas. Und das geht eigentlich genauso schnell, aber das Ding ist, man kann ja die Links untereinander staffeln auf Discord, ne? Wenn man dann halt Shift gedrückt hält und dabei Eingabe drückt, ist ja klar. Aber ich habe das dann halt so, wollte das halt schnell erledigen, bevor ich jetzt streame, bevor ich halt jetzt nicht mehr so viel Zeit habe und wieder pennen muss, ne? Und habe ich einfach auf Eingabe gedrückt, dann war ich so, ja gut, ne? Mach ich schnell, ne? Das, also tut mir leid, ne, wenn ich dich da jetzt aufgeschreckt habe oder so. Weil ich habe halt ist halt bei mir im Channel mit drin, auf Discord. Und da poste ich natürlich immer meine Streams oder Let's Plays und sowas, ne? Und da hat er dann vorhin geschrieben, so, hey, ne, nicht so viel Spam hier und sowas. Da hatte ich mich voll gewundert, ich so, was soll das denn jetzt sein? Und sowas, ne, so, was heißt denn Spam? Das ist doch mein Channel hier und sowas. Ich war schon völlig verwundert. Und meine Freundin war auch schon verwundert und sowas. Waren so, wieso hat er das geschrieben und sowas, ne? Und dann waren wir uns auch nicht sicher, ob das so gemeint war. Aber es ist kein Ding, ist alles okay. Ich dachte mir schon, wenn irgendwas ist, dann können wir immer drüber reden, ist alles gut. Ja. Ja, okay, ne, dann hören wir uns demnächst nochmal. Aber freut mich immer, wenn du da bist, ne? Alles gut. Dann gute Nacht, ne? Da gab es ein kleines Missverständnis. Und möchte ich natürlich auch nicht, ne? Also ist ja alles okay, ne? Da war ich dann wahrscheinlich ein bisschen hektisch. Huch, wer schreit denn da? Ist das etwa unser Freund Barry? Barry? Al, about time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that vet gave me a real hard time. But I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going.
Jo. Zack. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Okay. Here we go. Ah, das ist einfach so unfassbar geil inszeniert, ey, Manometer. Das ist halt die Stelle, ne, wo er dann sich so, ich sag mal, ein bisschen diabolisch drüber freut. Hey, ja, 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 es sieht aber auch aus, wie direkt wieder dieser Terror anfängt, ey, Manometer. Zack. Go, 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 go. Jetzt haben wir gerade kein Licht, um uns zu schützen, da müssen wir jetzt aufpassen. Ah, okay, hier geht's nicht so gut lang. Aua. So, oben haben wir den Generator. Den können wir jetzt natürlich benutzen, um uns den Weg frei zu leuchten, sage ich jetzt mal. Zack. Das fühlt sich auch immer richtig befriedigend dann mit diesem, wie man das dann so ziehen muss im Rhythmus. Come on, wenn wir jetzt auf Albtraum spielen, dauert es natürlich sehr viel länger, bis sie von dem Dunkelheit befreit werden. Und zack! Yes! Bam, 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 komm, die auch noch weg. Ja, Mann! Geil. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Versuchen wir mal, da durchzukommen. Ah, aua! Oh Gott, habe ich gar nicht gesehen, dass mich das angreifen möchte. Ei. So. So, die Leuchtfackel nehme ich noch. Nice. Die brauchen wir jetzt nämlich auch. Come on, come on, come on, come on. Ja, jetzt ist nur das Problem. Ah, okay. Wollte gerade sagen, da kommt zum Glück eine neue. Jetzt hängen die alle Sachen so an der Decke wie so richtige Poltergeister. Ah, da lang. Hartmans Auftrag. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe. Or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Das ist nämlich das Ding, so, weil er selber halt einfach kein künstlerischer Mensch ist und das einfach nicht gut kann und sowas, ne, hat halt gehofft, dass er dann, indem er dann andere Künstler, wie wahrscheinlich auch den Thomas Zane und sowas, oder die Anderson-Brüder oder vor allem jetzt halt auch Alan, dass er diese unter seine Kontrolle kriegt, denen hilft sozusagen und er dann dafür den Ruhm halt einheimsen kann und sowas, ne, und sagen kann, so, ja, ohne mich hätten die es ja nie geschafft und sowas, ne, wären die ja nicht weit gekommen mit ihrer Kunst und sowas, ne, und also aus reiner Selbstsucht, er wollte den Menschen nicht wirklich helfen und deswegen ist er zu Recht ein Arschloch, was man, ich sag mal, zurücklassen kann. Hier ist auch noch ein Fernseher, aber das ist jetzt eher so eine Werbung, wie so eine Autowerbung und solche Sachen, also da geht's eher um sowas. Ich weiß ja sicher auch gar nicht, ob das eine echte Autowerbung ist, eine legitte, oder ob das auch eher so eine Art Joke ist, also da bin ich mir tatsächlich recht unsicher.
Bei den anderen Fernsehsendungen ist, also bei Night Springs und so, ist ja alles ziemlich klar, aber hier ist der Mustang Drift. 2010 MustangDrift.com. Und hier das Handy, ne? Das ist halt dieses Verizon-Telefon, was Alan benutzt. Das ist halt so ein bisschen wie bei Max Payne. Da gab es halt auch immer diese Fake-Werbespots zwischendurch und sowas im Fernsehen. Sie hat auch witzig gesetzt, ne? So hier mitten in der Szene ist da plötzlich so wie so komische kleine Werbesachen und sowas herrlich. Aua. So, und das hier liebe ich immer, weil man muss jetzt quasi den Poltergeist wie ein Tier so anlocken. Boah, das sah grad geil aus mit dem Licht. Allein, also die Beleuchtungseffekte sind wirklich bis heute so hammergeil. Ich meine, das sieht so cool aus alles. Das sind alles halt echtzeitgenerierte Licht- und Schatteneffekte und halt nicht so vorgebacken, wie man das in Fachkreisen nennt. Wo es einfach nur vorgerendert wird, dann bleibt das dann so. So, zack. So, und jetzt schnell weg. Jetzt muss ich aber anlocken, weil ich brauche den jetzt, weil die Tür hier nämlich zu ist. Ah! Ha! Okay, habe ich nicht so gut ausgewichen, aber egal. Jetzt verziehen wir uns mal lieber. But the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Zack, dankeschön. Look at the house, Al. Look out! Oh shit. Ja. So. Schnell, ja, geil. Da muss ja mal richtig schnell sein, weil das ist wieder der mit dem orangenen Ring, wo der sich dann quasi, wo die sich quasi wieder auflädt, lädt die Dunkelheit. Aua, 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 aua. Okay, schnell hier ein bisschen dahinter. So. Sollen wir die Perspektive so ein bisschen ausnutzen? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ah, fuck. Scheibenkleister. Oh, schade. Ja, ich hätte jetzt auch direkt zum weiterlaufen können. Aber ich hatte gehofft, aber ich wollte jetzt einfach mal attackieren. Ah, mein Kumpel Race ist da. Hi. Cool, dass du auch zuschaust. Es ist gerade mitten in der Flucht aus der Cordon Lake Lodge. Und haben Dr. Hartman gerade hinter uns gelassen. Zack. So. Jetzt mache ich das, was schlauer ist. Nehme ich mich nicht unbedingt den Stellen, sondern einfach weiterlaufen. Ich habe nämlich gerade kurz vergessen, dass wir auf Albtraum spielen und dass es dann sehr viel schwieriger ist, die zu bekämpfen. Nice. Go, 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 yes. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Waffe und Leuchtfackeln. Sehr gut. Ah, du arbeitest gerade an der Xbox, das ist ja cool. Race hat sich nämlich eine alte, gebrauchte... Oh. Genau, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt laufen die nämlich hier durch das Labyrinth, die Besessenen. Race hat sich nämlich eine alte Xbox und eine alte Playstation gekauft. Und versucht die jetzt, die halt kaputt sind. Aber er ist da hobbymäßig, werkelt er da immer gerne an Sachen. Also ich habe auch letztens bei Split Second dir erzählt, dass er dann meinen Controller wieder auf Vordermann gemacht hat. Und genau, jetzt möchte ich ja mal daran basteln und gucken, ob er das Ding wieder reparieren kann. Bam. Ich weiß noch, beim ersten Mal spielen, ich war völlig überrascht und überrumpelt davon, wie schlau die Gegner halt sind einfach, ne? Weil man denkt, man erwartet irgendwie, don't trust Emil. We don't want to. Man denkt halt sofort so, okay, es sind so Besessene, ja gut, die werden sich wahrscheinlich wie so Zombies oder so verhalten, aber die sind schnell und klug. Ich meine, der war gerade wirklich immer so, sobald ich mit dem Licht ankam, hat sich der Typ direkt wieder so wieder um die Ecke und war dann so, ah, ich warte mal ab, ob der Typ jetzt rauskommt und so. Man merkt immer, dass die so eine richtige Strategie verfolgen.